Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich bin dualer Student für Maschinenbau bei der IMA Klessmann. Und als Maschinenbauer entwickeln wir hier Anlagen für die holzverarbeitende Industrie. Wir konstruieren und bauen Prototypen und optimieren die Produktion. Die Praxis- und Theoriephasen wechseln sich ab. 11 Wochen im Unternehmen und dann wieder 12 Wochen an der Hochschule. Du bist während der gesamten Studiendauer bei IMA beschäftigt, sodass du von Anfang an in das Unternehmen hineinwächst. So kannst du das theoretisch gelernte Wissen gleich in der Praxis anwenden und umgekehrt. An der FH werden dir Kenntnisse in den Bereichen Informatik, Mathematik, Elektrotechnik, Strömungslehre, Regelungstechnik, Sensorik und Qualitätsmanagement vermittelt. Im Grundstudium erlernst du die Fertigkeiten eines Industriemechanikers und den Umgang mit diversen Maschinen kennen. Fräsen, Drehen, Feilen, Bohren und Schweißen. Nach dem Grundstudium wechselst du in die Konstruktion und Entwicklung und gehst den Aufgaben eines Ingenieurs nach. Das Studium wird mit deiner Bachelorarbeit abgeschlossen, die ein innerbetriebliches Thema umfasst und wird von IMA betreut. Nach deiner Ausbildung kannst du Anlagen planen und konstruieren, eigene Projekte entwickeln und Qualitätskontrollen durchführen.